Nadel war Schlagersängerin, Nadel war DJin. Jetzt wird Nadel Buchautorin. Ja, so gehört sich das eben für Promis, deren Karriere zwischen Ballermann und Kaufhauseröffnung abläuft. Und immerhin, 10 Jahre ist es jetzt schon her, seit die Bullen-Ex Buchfans mit ihren literarischen Ergüssen verwöhnt hat. Und hey, der Titel ist schon mal Rosemunde Pilcher verdächtig. Dieter, die große Liebe meines Lebens. Ja, jetzt wundert man sich natürlich, ne? Weil ich früher ja immer draufgehauen, also nicht draufgehauen, ich habe ihn ja nie schlecht gemacht und ich habe nur immer mal eine Meinung gesagt, aber ich saß da mit meinen Mädels, wir haben so einen Mädelabend gehabt und dann haben wir geredet und dann haben wir von früher gesprochen und naja, auf jeden Fall kam er dann, warum schreibst du nicht nach 10 Jahren, ich hatte ja vor 10 Jahren schon mal ein Buch, ungelogen, geschrieben und dann, warum schreiben wir nicht, so 10 Jahre her, warum schreiben wir nicht ein Buch? Wie jetzt? Dieter die große Liebe? Der Dieter Bohlen? Immerhin, das Ganze ist schon 15 Jahre her. Ja, weil das war meine erste große Liebe und die danach kamen, das waren ja nur 2 oder 3, die waren zu lieb einfach, zu lieb. Die haben ja alles für mich gemacht und waren auch ein bisschen für mich persönlich, zu langweilig. Einfach zu langweilig, weil es war so, wenn ich gesagt habe, geh mal Eis holen oder geh mal einkaufen oder mach mal dies oder das. Sind gleich gesprungen und sind dann losgefahren. Weiß ich nicht. Also ich brauche so einen Macho-Typen. Hofft Nadel jetzt also auch noch auf ein Liebes-Comeback mit Dieter? Nein, nein. Er soll glücklich sein mit seiner Carina und mit seinen 1000 Kindern, die er da hat. Nein, 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 nein. Also er soll ja glücklich sein und vielleicht finde ich mal die große Liebe meines Lebens irgendwann. Schauen wir mal. Na dann kann man nur hoffen, dass die 50-Jährige ihren Traummacho ganz bald findet. Aber so wie wir Nadel kennen, wird sie eine neue Liebe wohl kaum geheim halten.